Ein herzliches Hallo, ihr Lieben da draußen. Oder guten Morgen oder guten Abend oder einfach nur guten Tag. Ja, einen guten Tag, einen schönen Tag wünsche ich dir. Das sagt man ja immer so, wenn man sich verabschiedet. Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Habt gestern das wunderschöne Wetter genossen. Ich habe es definitiv. Ich war erst am Bächlein gesessen. Ja, und dann habe ich, vorgestern schon, habe ich ein junges Mädchen getroffen. Mit ihren zwei Hunden. Wir sind auch so ins Gespräch gekommen. Ja, ist ein ganz liebes Mädchen. Die hat auch schon mit Depressionen zu kämpfen. Ja, not alone. Keiner ist allein. Gott schickt dir manchmal Menschen ins Leben. Die hat mich auch ganz stark an meine Tochter irgendwie erinnert. Die hatte auch so lange Haare, hatte eine Brille. Ja, meine Tochter trägt ja mittlerweile, glaube ich, Kontaktlinsen. Die Linsensuppe, eine Kontaktliste. Ja, vorhin war es gerade 1.11 Uhr und da schaute ich mir diese letzte Predigt an. Die habe ich in die Playlist rein. Mit dem Herrn verbunden. Ja, eine Verbindung. Jeder weiß es jetzt, wer gemeint ist. Die Gemeinde. Unsere Gemeinde ist gemeint. Ja, unsere Gemeinde, ihr Lieben, scheint man kaputt machen zu wollen. Der Teufel, das Gute, das will er ja immer zerstören. Die Zahlen werden ja immer weniger. Aber, und wenn es nur 1000 sind, trotzdem seid ihr mir das da draußen auf jeden Fall wert. Ich bin dankbar. Die Menschen, die verdrehen es ja immer irgendwie gerne. Denn die Zahlen, die gerade so niedrig sind, ja, da ist der Teufel am Werk. Satan, die alte Schlange, eine Rivalin oder ein Rival. Die Verwandlung, die Zauberer, ja, wie geht das? 1.11 Uhr, Quersumme 3, die Herrscherin, jeder weiß es jetzt. Man kann die Schuld nicht mehr verstecken, man kann es nicht mehr unter den Teppich kehren, man hat es immer unter den Teppich gekehrt, der Mann. Verschwiegen, die ganze Wahrheit, die ganze Geschichte, ja, die ganze Bibel, die ganze Wahrheit. Hat sich das gelohnt, wenn man danach depressiv wird? Ja, eine Rezession, schwere Zeiten, der Rizinusbusch. Das war doch das Buch Jona, ne? Der hat doch irgendwie auch immer gemeckert und wollte irgendwie nichts wirklich von Gott wissen. Mit Schuld und Lügen wird man nie glücklich werden. Am Ende erdrückt einen das. Es geht eine Weile gut, aber irgendwann wird es offensichtlich. Man kann mit einem schwer belasteten Herzen nicht leben. Ja, bei mir haben sie gestern auch nochmal ein EKG gemacht. Mein Herz schlug gestern wieder bis hier. Ich habe so Zwischenschläge immer im Herzen, als ob zwei Herzen in meiner Brust sind. Im April wird mal ein Langzeit-EKG gemacht. Und da dachte ich mir, das kommt mir doch bekannt vor. Das hatte ich 2019 auch schon mal. Ja, auch schon mal die Schuld. Gehuldigt, geheult. Es geht gerade auch viel ums Heulen und ums Winseln. Das letzte Video, wie hieß der? Johannes Trachel oder so ähnlich. Ja, nachgetrachtet. Ein Nachtrag. Ja, da werden auch nochmal Werte nachgetragen, weil ich ja vegan lebe, wird nochmal auf zwei andere Werte getestet. Zwei Werte. Ja, der Killer, der Tintenkiller. Mit Absicht einen Killer angesetzt, metaphorisch. Ja, wie hieß der Titel? Wie wir Sünde überwinden können von Thomas Scherer. Diese Schere hat doch auch immer eine Rolle gespielt, ne? Eddie mit den Scherenhänden. Jemand ist dabei, immer mehr von Gott abzudriften und beschäftigt sich mit anderen esoterischen Kram. Ja, hat richtig Mist gebaut. Betet langsam aber sicher schon wieder falsche Götter an. Ein Lieblingslied, ein liebender Mensch, ein wertvoller Mensch. Die Scherer, die Schafscherer. Da fällt mir ein, die Dornenvögel. Kennt ihr das noch, wo der Pfarrer sich in die Frau verliebt hat? Das war, oh Gott, da habe ich damals Rotz und Wasser geheult bei dem Film irgendwie, ne? Das war auch schwere Schicksalsschläge. Ja, die Dornenvögel, krass, an den Film habe ich auch schon lange nicht gedacht mehr. Der ist, glaube ich, in den 80ern oder Ende 70er. Ja,
Ja, jetzt muss ich auch noch rechnen, ne? Den Jahrgang berechnen. Wie alt ist denn jemand wirklich? Stimmt das Alter? Manchmal sieht man ja jünger aus, als man ist. Also ich habe das Glück, seitdem ich auch vegan lebe, mindestens ein Minus von 10. Ja, ein Minus von 10. Es geht ja hoch und runter. Ja, wenn man Menschen kaputt machen will, das Gewicht geht hoch und runter. Ein wertvoller Mensch, wenn Sünde schwer wird oder wenn Sünde zum Schwert geworden ist, der Schwertfisch. Ja, I feel so gut. Die goldene rote runde Brille mit dem goldenen Gestell, Schuld und verzweifelt, der Super-GAU ist eingetroffen. Super-Grau, grau in Grau, graue Wände, eine graue Haut, das ist ja eine Mangelernährung. Ja, das letzte Video fasst alles nochmal zusammen von der Predigt. Kann man gerne mal reingucken in die Playlist. Die wird viel zu wenig aufgerufen. Ja, die wird viel zu wenig aufgerufen. Mein Kanal auch. Der Super-GAU ist eingetroffen. Ja, jetzt muss ich auch noch rechnen. Aber das fällt ja dann auch auf die anderen Menschen zurück, die schaden. Denn Gott sorgt immer für Gerechtigkeit. Ja, gemacht, zusammengefasst, zusammengeschoben. Ein Ehebruch. Der Bruch mit Gott, ein Jahr ist es gut gegangen, ein Jahr gegangen und jetzt gebrochen. Eingebrochen, noch einmal ein Einbruch begangen, nichts mehr zu sagen, ja, nichts mehr ist, wie es mal war. Der Eisprung. Manchmal kaufst du eine Packung Eier, wenn du da was Schweres drauf stellst, dann kriegt eine Eirisse. Wenn du Pech hast, hast du die ganze Suppe in der Einkaufstasche. Ja, die ganze Suppe selbst auslöffeln. Springfield im Feld gesprungen, hat sich gefreut. Der Frühling machen Spiele. Jemand, der der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, also ohne das jetzt abwerten, ja, machen Spiele, Spiele gespielt. Lasst uns die Spiele beginnen. Pontius und Pilatus, die Christenhasser. Sünde, sündige Spiele gespielt im Frühling, synthetische Stoffe und dann bist du nicht mehr Herr deiner Sinne. Ja, ein Tieropfer, ein Tier geopfert, der rostige Topf, Roto, rotiert, Motown, Mountainbike, Bad Kingdom. Das ist wohl dann der böse König, der falsche Jesus in der falschen Stadt gewesen, der falsche Hund, ihr wisst ja, ne, der Hund ist ja eigentlich ein Schutzengel oder auch der sogenannte Seelenpartner. Ja, wie wir Sünde überwinden können, lernst du vielleicht mit dem falschen Seelenpartner erstmal. Und dann kommt der richtige, wertvolle Mensch. Ja, ERF Mensch. Mensch Gott kaputt gemacht. Deshalb fällt einigen Menschen gefühlt alles immer nur in den Schoß. Ja, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Bei manchen Mogeln? Ja, Mogli, das Dschungelbuch und die Schlange K. Mit dem Auto, mit der Schlange verführt, im Auto verführt. Nur sexuelles Interesse gehabt. Oder weil Gott etwas möglich gemacht hat, aber in Maßen. Es geht um Neid, um Trunksucht, um Vollzug, der Maßvollzug. Unzucht, sexuelle Unzucht, Fresssucht. Ausschweifung, ja, schwer gefallen. Der Brief an die die Philadelphia Healing und es geht um Heilung. Ja, jemandem ist etwas schwer gefallen. Ich weiß nicht, wenn du einmal bei Gott bist, dann fällt es dir sehr schwer, eine schwere Sünde zu begehen. Ich meine, wir sind alle im Fleisch und sündigen tun wir irgendwie alle mehr oder weniger, aber es sollte dann lieber eher weniger werden. Also Gott hat mich verändert. Ich habe kein Interesse mehr an Trinksucht, ich trinke nur noch alkoholfrei. Ich habe kein Interesse mehr an sexuellen Ausschweifungen, das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Und da habe ich mich auch recht schnell rausgezogen, weil ich ja mal dachte, es ist Liebe. Ja, danke für gar nichts, ne? Das allerletzte Mal. Ich halte das nicht mehr aus. Jemand will die Sünde jetzt zugeben, nun geht sie wieder zur Sünde. Der eine gibt es jetzt zu, der andere geht wieder zur Sünde zurück. Die Rollläden sind ja schon wieder fast unten. Jemand fängt bald wieder so an wie schon mal. Das allerletzte Mal, ja, das Mahlzeichen, die Gleichung, das Gleiche mit jedem schon so gemacht.
die Flyer verteilt, ein Komplott. Irgendwann kommt alles zurück. Ja, kehrt um zum Vater. Niemand ist frei von Sünde. Sünde liegt in der Natur des Menschen, die Sünde in der Natur. Alles vergiftet, das Meer vergiftet, den Fluss vergiftet, den See, den Bachlauf. Man wollte es ja mal laufen lassen, ne? Das war wohl der falsche Lauf, die falschen automatisierten Antworten. Die Sünde ist im Auto. Die Wahrheit ist der Zielort. Letzten Sonntag hier gewesen und ist wieder gegangen und hat einen dummen Dreck dagelassen. Ja, Dreck dagelassen, die Dreckwäsche nur dagelassen. Oder hat man sich ausgesprochen? Man sollte keine neuen Lügen mehr glauben. Ja, jemand glaubt einem nichts mehr. Denn wer einmal lügt, der lügt irgendwie immer wieder. Weil es krankhaft ist, zieht es extra in die Länge mit dem Gummi. Der Haargummi, der Kaugummi. Die zwei Toiletten. Ja, ein Bio-Klo, ein Camping-Klo und ein normales Klo. Mit den Buchbildern, die Buchbinder. Eine Binderei, eine Blumenbinderei, erpresst worden mit Bildern. Ich will es genau so auch haben. Der Naz kopiert ja alles, ne? Die Haare, die Klamotten, einen eigenen Stil haben die gar nicht. Ein niederträchtiges Wesen. Ja, Niedertracht. Niedrigträchtig, ja, mächtig, eine Tracht. Das geht dann wohl an den Süden, ans Oktoberfest. Negative Kommentare, die darauf abzielen, den anderen zu erniedrigen. Klatsch, in die Hände geklatscht. Der Pascha, ja. Das Passafest ist ja im Anmarsch. Wenn man den eigenen Balken nicht sieht, es hat nie geholfen. Ja, Karottes Kittchen, die Chemieküche, zweimal morgens genommen. Die Läden sind schon wieder fast unten. Jemand fängt bald wieder so an wie in der Vergangenheit, ist gegangen. Zurück. Der Bauch ist zurückgegangen durch Bauch-Beine-Po-Training. Ja, selbst getestet, kann ich auch bestätigen. Es funktioniert. Egal wie alt man ist, man kann tatsächlich sich noch was aufbauen. Auch wenn man schon etwas älter ist, kann man nochmal neu starten mit einem wahren Partner. Ja, der Narzmerz, jemanden geschlagen, jemanden geschadet. Der Turm, der 23. März, fünfmal jemanden geschlagen. Der stärkste Mann der Welt, ja, hat gezwitschert. So stark war er ja doch gar nicht gewesen, nur aufgepumpt, aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern ne, nach einer OP. Zum Beispiel, wenn man eine Chemotherapie hatte, bekommt man ja Brustaufbau. Und manche brauchen das tatsächlich, aber manche machen es ja irgendwie einfach nur so. Gezwitschert, gesoffen, fünf dazwischen gehabt, erwischt, fünf Männer oder fünf Frauen. Jemand ist dazwischen gegangen bei einer Schlägerei, Ostern, eine Eierei, Rührei mit Tomaten. Sophie, ja, so viel. Um 5 Uhr morgens gegangen. So viel kannst du vertragen? Ja, das verträgst du nicht. Sophie and the Giants, die Berge. Den schlimmsten Schmerz, den ich je gespürt habe. Fast am Ziel. Selbst ins Knie geschossen. Da fällt mir ein, als ich mal meinen Jogginglauf hatte letztes Jahr, da war ich auch fast schon zu Hause und da hat es mir mein Knie komplett, ja, der Meniskus. Ich hatte zwar keinen Meniskusriss, die Rispen, ja, die Rispenhortensie, das Bauernopfer gefunden, zwei vor den Karren gespannt, gespart für etwas, fürs Auto gespart, zwei Narren, zwei Dummköpfe, einer war dümmer als der andere, ja, der Spanner, der Dach geteckt, ja, geht's mal, ne, der Verräter. Na, zwei waren es mindestens. Zwei vorne im Auto und zwei hinten im Auto gehabt. Zieh dir mal was anderes an. Du bist peinlich. Jemanden dazu gebracht, sich immer so zu kleiden, wie es der andere wollte. Ja, abgeschirmt. Sonst wird's peinlich. Sechs Stäbe. 12 Monate. 6 mal 2 sind 12. Der Hängende.
hang am Auto fest. Ein Angler. Sich jemanden im Auto geangelt. Das Angelspielchen, ja, das kennen wir doch schon. Durch das Auto geangelt, im Auto kennengelernt oder durch das Autogespräch kennengelernt. I'm only bad girl. Ich war allein auf der Bank gesessen. Die Papierrolle. Ja, die Papa-Rolle. Eine Papa-Rolle gespielt. Nicht der leibliche Vater hat nur, und, oder der Vater an sich hat immer eine Rolle gespielt. Ja, fighting for Stabkönig, Herzkönig. Feuer gerochen, roch nach Rauch, kroch nach, ist nachgekrochen. Der wird's bald bereuen, weil er ja, den Turm zugehalten hat. Zuhalten, ein Loch zugehalten, den Türspion zugehalten, zu dem Spion gehalten. Dann kann man ja nicht sehen, wer draußen steht. Jemand, der die Wahrheit gar nicht mehr sehen kann, der wird es bald bereuen. Ja, den Wegen des Herrn zu folgen, wäre der bessere Weg gewesen. Der Zug, Pfaffendorf, der Bahnhof, den Turm aufhalten. Den schlimmsten Schmerz, ich habe Schmerzen im Knie. Ja, den schlimmsten Schmerz, den ich je gespürt habe. Das kann man jetzt auch doppeldeutig sehen. Den Balkon. Rapunzel, Rapunzel, lass doch noch einmal dein Haar herunter. Der Miniskuss, Minikuss, ein kleiner Kuss. Die kalte Schnauze, die kalte Hundeschnauze. Ja, mich haben die Hunde auch geküsst gestern. Krass, Judaskuss, wenn man den eigenen Balken nicht sieht. Den eigenen Balkon kann man schon gar nicht mehr sehen. Ja, man kann es schon gar nicht mehr sehen auf den Hintern. Beautiful. Beautiful things, beautiful lies. Ja, geliehen, nur geliehen. Die Hülle nur geliehen. Den Körper haben wir nur geliehen, ne? Unser Tempel. My home is my castle. Die Stabtomate, die Tüte liegt immer noch hier. Martina. Eine ehemalige Arbeitskollegin hieß auch mal so. Die hat auch den Job, glaube ich, gewechselt. Ich habe gestern auch eine ehemalige Arbeitskollegin getroffen. Manch einem geht es irgendwie immer gut, ne? Manche spielen es ja nur. Ja, es hat nie geholfen. Jemand hat auf der Arbeit nie mitgeholfen. Man muss immer alles selber machen. Okay, ich würde mal sagen, wir schlagen mal die Bibel auf. Ja, 17, der Stern, die 7 Cent schreiben. 7 Rezepte in der Küche, 7 verschiedene Rezepte, 7 verschiedene Meinungen eingeholt, 2-mal morgens genommen, das Lala Girl gelallt. Spooky, spooky Geschenke, Geschenke, die niemals gefallen haben. Narzissten schenken ja immer gerne Sachen mit Absicht, weil sie wissen, die gefallen am Ende nicht. Ja, jemand fängt bald wieder so an. Die Vergangenheit. Der eine kann jetzt mal abschließen. Ja, die 3 Posaunen. Hekate. Hey, die Karte jetzt. Hekate mit diesem Mondgöttergedöns. Deshalb fällt einigen Menschen gefühlt alles immer in den Schoß. Ja, warum ist das so? Alles immer in den Schoß gefallen. Automatisierte Antworten. Da muss ich gleich mal sagen, ja, 10 Anfragen. Meine E-Mail-Adresse funktioniert nicht mehr, ihr Lieben. Die älteren Abonnenten unter euch kennen ja noch diesen kleinen Anschlag mit den automatisierten Antworten in meinen Kommentaren. Und meine jetzige E-Mail-Adresse funktioniert nicht richtig mehr, weil ich muss mich irgendwie auch schützen. Ich bin mir sehr sicher, ja, jeder weiß es. Man hätte wahrscheinlich sonst mich schon wieder angegriffen und dann müsste ich die Kommentare wieder zumachen. Mit Schuld wird man niemals glücklich werden. Erfolg ist kein Glück. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja, wenn es mal wieder länger dauert, immer das Gesicht Richtung Sonne halten. Ich habe schon auch ein bisschen Farbe bekommen. Ein bisschen Farbe bekommen. Ich bekenne jetzt Farbe. Die Sprichwörter. Es geht um Ehebruch, Leute. Die eheliche Treue. Sprichwörter 6. So ist es mit dem, der zur Frau seines Nächsten geht.
Ja, untreu, ne? Ein Jahr gegangen und jetzt gebrochen. Der Ehebruch. Jetzt muss ich auch noch rechnen. Ja, ich muss auch noch rechnen. Selbst bei Gott fällt dir nicht immer alles in den Schoß und du lebst nicht wie Grösius. Ja, gegrölt. Die Fußballfans, jeder weiß es jetzt. Jetzt habe ich sogar noch unterstrichen. Man kann mit der Schuld nicht mehr umgehen. Der Verhaltensgestörte. Nicht mehr verstecken. Gesteckt. Abgesteckt. Den Saum abgesteckt. Die Haare aufgesteckt. Eine Hochsteckfrisur für die Hochzeit. Ja, kann man über glühende Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ist es mit dem, der zur Frau seines Nächsten geht. Keiner bleibt ungestraft, der sie berührt. Ja, das weiße Herz, ne? Kein Blut. Die Blutarmut verachtet man nicht den Dieb, auch wenn er nur stiehlt, um sein Verlangen zu stillen, weil er Hunger hat. Ich habe doch gesagt, nur sexuelles Interesse hat jemand immer gehabt. Ja. Hat richtig Mist gebaut, der Misthaufen, die Mistgabel. Miss you, man vermisst die wahre Liebe, denn am Ende macht dich eine Beziehung, die du aus Trotz eingegangen bist, auch nicht glücklich, ne? Ja, auch nicht glücklich. Whatever you do, jetzt muss auch ich noch rechnen. Ja, rechne mal nach, der Zeitpunkt, der Eisprung, kann das sein? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Die Tasche ist leer. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Jeder weiß es. Sie bewahren dich vor der Frau des Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Lass dich nicht fangen durch ihre Wimpern. Ja, Klimper, Klimper. Klapp, klapp. Die Mühlen am rauschenden Bach. Es gibt jetzt nichts mehr auf die Mühlen. Ja, Schläge und Schande bringt es ihm ein. Unaustilgbar ist seine Schmach. Denn Eifersucht bringt den Ehemann in Wut und er kennt keine Schonung am Tag der Rache. Und wenn man mal erfahren tut, dass man richtig verarscht worden ist, ja, an der Nase herumgeführt, die blutigen Nasen, das ewige Nasenschniefen vom Leinziehen, die Leinen. Die Leine, die Hundeleine. Ich hatte gestern auch wieder mal einen Hund an der Leine. Mit dem Mädchen zusammen. Ja, mit dem Mädchen zusammen gewesen. Kein Sühnegeld nimmt er an. Magst du auch Geschenke häufen? Er willigt nicht ein. Mein Sohn, achte auf meine Worte, meine Gebote. Verwahre bei dir etwas verwahrt. Die Ware untergestellt irgendwo, ja, eine Unterstellung. Achte auf meine Gebote, damit du am Leben bleibst. Hüte meine Lehre wie deinen Augapfel. Ja, das kaputte Auge, da fällt mir diese eine Gerichtsverhandlung ein von dieser Prostituierten, ein ganz junges Mädchen, die wollte eine Friseurlehre anfangen und ist dann wieder der Prostitution verfallen. Ja, das Verfallsdatum, ne? Binde sie dir an die Finger. Jemanden etwas aufgebunden, angebunden. Schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Jemanden gezwungen, was zu unterschreiben. Hier liegen die acht der Schwerter oben drauf. Das ist ja die Karte auch der Schande und erniedrigt. Jemanden wurden die Hände gebunden. Das kenne ich noch von meinem Papa. Der hat immer erzählt, der ist ein Linkshänder. In der Schule haben die dann den Kindern immer die Hände hinten angebunden. Ja, die Hände angebunden und dann kriegst du, ihr wisst schon, die Weisheit als Gabe Gottes. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Ja, die hat ihr Haus gebaut. Aber nicht auf Sand. Ihre sieben Säulen behauen. Gehauen. Mein Papa hat auch viel bereut noch kurz vor seinem Tod. Der hat bitterlich geweint. Ich glaube, der ist im Himmel bei Gott, hat ein gutes Zimmer bekommen. Denn es ist immer wichtig, seine Sünden irgendwann mal zu bereuen. Aber ich habe mal wie hieß der Sender? Narz Extreme, die hat mal gesagt, ein Narzisst bereut nicht mal mehr auf dem Sterbebett. Ja, sie hat ihre Mägde ausgesandt, ausgesöhnt.
Er hat sich ausgesöhnt, auch mit mir. Und ich habe meinen Papa sehr geliebt, ja. Lädt ein, auf der Höhe der Stadtburg, eine Einladung. Das Stadtfest, Beat of Your Heart, Stadtburg, die Steinburg. Würzburg lässt grüßen. Wer unerfahren ist, kehre hier ein. Zum Unwissenden sagt sie, komm, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den ich mischte. Die Mische, etwas angemischt. Die Haarfarbe, die Zusammensetzung hat wohl nicht so ganz gestimmt. Lasst ab von der Torheit. Ja, lass ihn jetzt los. Dann bleibt ihr am Leben und geht auf dem Weg der Einsicht. Der eine kommt zur Einsicht, der andere wird's nimmer mehr. Wer den Zuchtlosen tadelt, der erntet Schimpf. Wer den Frevler rügt, der erntet Schande. Rüge den Zuchtlosen nicht, sonst hasst er dich. Ja, jemand hasst dich vielleicht so sehr. Manche können Kritik nicht vertragen, ne? Ich weiß, es ist immer sehr schwer. Ich habe manchmal auch damit Probleme. Aber ja, nur so können wir uns weiterentwickeln. Und irgendjemand, ja, unwissend, Universum, irgendjemand kommt langsam aber sicher so ein bisschen wieder in die Sünde. Wir beten Gott an. Und Gott hat das Universum geschaffen. Sonne, Mond und Sterne. Dancing. Die Sprichwörter. Ein ausgesprochenes Wort. Hört her, aufrichtig rede ich. Redlich ist, was meine Lippen reden. Ja, im Namen Jesus Christus. Den Namen nie gewechselt. Zum Verwechseln ähnlich. Der Schwertritter. Okay, ich klappe mal runter. Die Karte ist schon gleich mal auf den Kopf gekommen. Gestern kam der Turm auf den Kopf. Das heißt, eine Freiheit bekommen, aber zu einem hohen Preis. Ja, die Bewährungsstrafe. Fanatismus, fanatisch. Eine ungerechte Entscheidung gewesen. Juristische Verwicklungen. Ja, die Lockenwickler gelockt. Völlig verwickelt in Widersprüche. Ein Widerspruch einlegen, ja, Unsicherheit, ein hartes Urteil bekommen, falsche Anschuldigungen, das ist bei der Turmkarte auf dem Kopf auch, falsche Anschuldigungen, Unausgewogenheit, ja, missbraucht, okay, wir lassen es mal liegen, 27 Jahre und die Weisheit mit Löffeln schon gefressen, Schwert, können ja, die Schwertleute können ja immer sehr gut sich artikulieren. Ja, die falschen Ärzte. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon ihren Tisch gedeckt. Ja, schon den Tisch gedeckt. Tischlein, deck dich. Wie geht das denn? Ja, durch mich werden deine Tage zahlreich. Nimm die Jahre deines Lebens zu. Wenn Narzissten älter werden, dann läuft es irgendwann auch nicht mehr so gut, ne? Das schmutzige Geschäft mit der Liebe im Auto. Die Wahrheit ist im Auto, jeder weiß es. Man kann die Schuld jetzt nicht mehr verstecken. Auch eine ungeplante Schwangerschaft kann man nicht verstecken, nicht für ewig, ne? Ja, wer ist jetzt der Vater? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hat sich das gelohnt, dann depressiv zu werden dadurch? Rizinus, da kann man Durchfall, glaube ich, bekommen. Ne? Mit Schuld wird man nie glücklich werden. Und wenn man einen Menschen gebunden hat durch Lügen oder man wollte irgendetwas haben, dann wird man auch nicht glücklich werden, weil alles gelogen war. Ja, wer die Wahrheit spricht, ne, braucht ein schnelles Pferd. Die Rechnung kommt jetzt, der Jahrgang. Der Abiball, Bosse, ein Jahr gegangen, ein Jahr dorthin gegangen. Oh, die Karte kommt jetzt schon wieder so. Das sieht gerade aus wie das keltische Kreuz irgendwie, ne? Aber ich leg nicht auf solche Sachen, denn am Ende entscheidet ja auch immer Gott, wie, wann, was passiert. Ja, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Der Page, ein junger Mann, ist vielleicht ungerecht behandelt worden oder hat ungerecht behandelt.
ein hartes Urteil. Ja, die Hände in die Hüfte. Das Jimmy, Gimme, Gimme Your Love, ein Träumer, hat viel Fantasie, aber doch noch sehr unreif gewesen oder ist immer noch sehr unreif oder sehr jugendlich geblieben. Es geht um eine gute Idee, ja, sich Trost gesucht. Oder ein junger Mann wurde im Ort falsch beschuldigt mit falschen Anschuldigungen oder er selber hat sie verbreitet. Ja, jemand ist vielleicht jetzt auch selbst schuld, ne? Einfühlungsvermögen, jemand kann sich in den anderen einfühlen. Gefügt, die Fuge, jemand hat was verfugt. Ich gucke heute immer auf den Satz 111, jeder weiß es. Ein Nummernschild. Ja, man kann ans Ende der Welt laufen und man kann Nummern und Namen wechseln. Am Ende bleibt die Schuld trotzdem. Justice bleibt Justice. Runtergedrückt. Ich bekomme, was ich will, was mir zusteht. Aber jemand hat wohl dann vielleicht nicht das bekommen, was er sich dann doch gewünscht hätte. Springfield. Ist doch so eine Daily Soap gewesen, ne? Der Frühling. Ja, durch synthetische Stoffe hat man sich total verändert. Ich habe gestern auch mit jemandem nachts lange telefoniert und wir haben uns auch gefragt, ich habe gestern eine kleine Blume gefunden, mitten auf dem Weg. Gestern habe ich voll viele Zeichen bekommen von einer Primel, die lag mitten im Weg vor einem Campingwagen, als ob die für mich dorthin gelegt worden ist. Und dann habe ich im Sand wie Jesus geschrieben, aber ich habe ein Herz gemalt. Ja, ein Herzen von Herzen. Man sieht die Flamme gar nicht. Die Twin, die Zwillingsflamme, man sieht sie gar nicht. Das fühlst du auch nur, ne? Ja, zusammengefasst. Etwas zusammengemacht, zusammengefallen. Man hat alles gemeinsam durchlebt. Auch auf Distanz fühlst du alles, wie es dem anderen geht, ne? Und das kann der Teufel definitiv nicht mit seinem Klon. Die geklonten Seelenpartner, ja, die wollen dich am Ende nur kaputt machen. Spiele gespielt. Sündige Spiele. Die Tech-Tech-Arena. Ja, der Stoff, aus dem die Träume sind. Aber dann hat man ja irgendwelche Sachen genommen, die, ihr wisst schon, so bewusstseinserweiternde Dinge weit gemacht, sich weit aufgemacht. Das hat sich gerade angehört, als ob ein Hund hechelt. Eine breite Brust, eingebrochen, eingefallen. Jemanden ist wieder was eingefallen, der Träumer, ja, Dreamer, Pink. Eine gute Idee. Jemand hat nur Trost gesucht. Nee, geheuchelt. Die Hohepriesterin auf dem Kopf. Ich bin ja mal froh. Ja, ich zeige euch die Hände und ich zeige euch die Karten. Ich lege sie nicht schon vorher hin. Denn wenn man bei Gott ist, dann kriegst du auch die richtigen Impulse, während die Karten gefallen sind. Und legt sie nicht vorher schon hin und muss erst 3 Stunden darüber nachsinnen. Ja, der Anti-Hero. Denn wer ist denn jetzt der Narzisst? Jeder weiß es. Bei manchen kann man es fast nicht eindeutig sagen. Das ist wie mit Karten, ne? Hat sich das gelohnt? Jetzt bekommt man nur noch schlechte Kommentare und muss die Kommentare schließen. Lügen? Ja, mit Schuld und Lügen. Ein niederträchtiges Wesen? Der eine ist jetzt glücklich, weil er sich den ganzen Frust mal von der Seele gesprochen hat und der andere hat nur geheuchelt. Ja, versteckte Absichten, eine unüberlegte Entscheidung getroffen, den Falschen beschuldigt. Es geht auch um Verzögerung und ich sage ja immer, ja, die Tempelhure steht Kopf in diesem Oppositionstarot. Wäre das ja die Hohepriesterin, die immer Bein zeigt? Ja, ins Bein geschossen. Eine weibliche Person, die Lüge liegt im Auto. Das wäre ja dann vielleicht auch der Satansthron, die Satanskanäle, der Mond. Faul, zu faul gewesen,
irgendwie dafür zu sorgen, dass die Gerechtigkeit ans Tageslicht kommt. Der Groll, jemand ist voller Hass irgendwie, ne, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte. Das ist ja so dieser kleine schleimige Narz auch irgendwie, ne? Ja, eine Ja-Karte, eine Ja-Sager, ein Ja-Sager, eine Wahrsagerin, die immer nur gelogen hat aus Eigennutz. Und jemand hatte vielleicht aber auch Vorurteile gegen einen anderen Menschen, vielleicht auch Vorurteile gegen Jesus Christus. Ja, durch mich werden deine Tage zahlreich werden. Gezahlt, ja, Zahltag, ne? Wenn du depressiv bist und hast eine harte Zeit hinter dir, kannst du manchmal nicht mal mehr arbeiten gehen, ne? Ja, die Weisheit, das Haus weiß gestrichen, alles eingebaut im Haus, alles selbst gemacht. Sie hat ihr Vieh geschlachtet. Ja, der Schlachter, der Metzger, ihren eigenen Wein gemischt, Lüge mit Wahrheit vermischt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, jemand, der sich eine Haushälterin leisten konnte. Geheuchelt, versteckte Absichten, nicht das Wissen und die Weisheit von Gott, sondern vielleicht auch vom Teufel. Ja, wie sagen sie das immer? Liebe, lichtvolle, geistige Welt, vielleicht ist das aber der Engel des Lichts, der Teufel. Ja, zugestanden. Zugeständnisse, ein Geständnis, verwickelt in juristische Angelegenheiten, ein hartes Urteil gefällt, aber durch den Teufel wirst du auch faul und bequem. Ne? Der Teufel möchte dich ja immer, ja, man kann nicht mal mehr richtig rechnen, man kann sich nichts mehr merken. Die Tür, das Opfer an der Tür, ja, es liegt direkt vor deiner Tür, ne? Der rostige Topf. Der kaputte Blumentopf, Mountainbike, ja, die kaputten Reifen. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Weil mit Facebook hat es mal angefangen, ne? 1.11 Uhr, mitten in der Nacht, angerufen. Jetzt weiß es jemand, ich weiß es jetzt, wer es ist. Okay, es geht um Heuchelei, geheuchelte Anteilnahme. Es geht um Faulheit, ja, jemand, der sehr intolerant auch irgendwie ist. Die Macht missbraucht. Das ist auch so ein Isabel-Geist, ne? Vielleicht aber hat man den Falschen beschuldigt. Man zeigt seine Gefühle. Die Gefühlswelt. Die Welt hat's gefühlt. Ja, merkst du nicht, dass jemand fehlt? Glashaus. Wer im Glashaus sitzt, sollte niemals mit Steinen schmeißen. Den Splitter im Auge, die Weisheit als Gabe Gottes. Contigo, wie Spanien, ne? Natismus. Ihr wisst schon, das ist auch jemand, der hat so eine ganz üble Gesinnung, ja, versteckte Absichten. Weisheit, ja, sie weiß es. Vielleicht weißt du es auch schon, wer es ist. Ich habe mal gelesen, die eine Dame hat es auch geschrieben. Da ist es die Schwiegermutter oder die Mutter, die da immer reinfunkt. Es sind ja immer verschiedene, ne? Die bockige Karte, das Aufgeben von Plänen, das Aufgeben von der Sehnsucht, eine verpasste Gelegenheit vielleicht, Anschuldigungen, falsche Anschuldigungen zu klären. Die Dummköpfe, ja, der Narr. Den Narren missbraucht, einen jungen Menschen missbraucht. Es ist viel unreif, ne? Ja, das unreife Obst, der saure Apfel. Original und Fälschung, ne? Es geht viel um Original und Fälschung. Es geht um den wahren Jesus und um den gefälschten Jesus. Ja, die Darstellung, wie stellt man Jesus dar? Es geht um falsche Anschuldigungen, ein hartes Urteil. Eine Reise, die Reiserücktrittsversicherung. Es geht aber auch um Manipulation hier, die liegt genau in der Mitte. Und es geht um Ehebruch, ne? Denn diese Karte sagt doch auch, das ist dieses geheimnisvolle Weibliche, dass niemand jemals hinter diesen Schleier gucken kann. Man hat geglaubt, eine Wahrheit kommt niemals raus, ne? Ja, das sieht man ja jetzt. Die Acht der Schwerter.
sich machtlos fühlen. Die Hände waren einem immer gebunden, ja, in die Enge getrieben. So weit hat man es getrieben. Ja, was ist aus uns geworden, ne? Gelähmt durch Angst, hoffnungslos eine Bestrafung bekommen. Aber das ist ja auch die Karte von Demütigung, geschändet. Aber auch das Selbstgemachte. Ich weiß immer noch, das erste Video, da war diese Karte auch dabei. Und das ist ja nun jetzt schon, wann habe ich denn meinen Kanal aufgemacht? Im Ende November 2023. Nee, 2022. Das wäre ja das Jahr der wirklichen Seelenpartner gewesen. Ja, 2-2, ne? Manche missbrauchen das für sich. Oh, die Schlange. Hört das jemals auf? Unterstützung hat nachgelassen. Die Stütze, die soziale Hilfe hat nachgelassen. Ja, der Frühling. Mal gucken, was hier noch so kommt. Es geht irgendwie, ja, Unausgewogenheit. Das könnte natürlich wirklich auch der Narr sein, der so ein bisschen arrogante Energie ist das auch immer. Vielleicht auch ein sehr junger Mensch, der jederzeit abstürzen könnte, ne? Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, die Fallstricke, Psalm 18, Gott hat jemanden vielleicht aus einer Schlinge gerettet, jemand bedauert etwas sehr, ja, das dauert jetzt wieder ewig, ne, Langeweile gehabt, ja, der Tagträumer depressiv geworden, vor lauter Langeweile, weil es ewig gedauert hat, jemanden kaputt gemacht, aber man sollte auch niemals aufgeben. Ja, eine unüberlegte Entscheidung. Man hat nicht nachgedacht. Es hat Verzögerungen gegeben, weil der Teufel ja immer alles durcheinander bringt, ne? Schuld und Verzweiflung. Der Super-GAU ist eingetreten. Ein Fanat. Fenner, Henna, Henna. Es geht auch immer noch um andere Religionen, ne? Ja, bei mir ist Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht. Bei mir ist Macht, ich bin echt, durch mich regieren die Könige und entscheiden die Machthaber, wie es recht ist. Ja, ist es dir so recht? Immer jemanden alles recht gemacht. Aber das Recht ist wohl hier mit Füßen getreten worden. Der kleine Kelch, da ist ein kleiner Fisch drinne. Aber dieser Fisch kann nicht lange überleben in diesem kleinen Kelch. Eine verpasste Gelegenheit. Das ist auch Stagnation, Verzögerung. Ja, das ist ja hier der Chaosmaker, der Verdreher. Nah, ich denke immer nah, K, diese Schlange. Ja, diese Schlange. Der eine ist jetzt wahrscheinlich sehr wütend, weil er auch jemanden ungerecht behandelt hat, der es nicht verdient hätte. Die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit. Der kleine weiße Hund und das Blümchen. Blümchen rühre mich nicht an. Der hat nur ein kleines Päckchen mitgenommen, die Brotzeit. Ein Blümchen bei Nacht und Nebel gegangen zum Vater. Ja, wenn wir gehen, für immer, dann haben wir auch nicht viel dabei. Eigentlich haben wir da gar nichts dabei. Ja, nichts dabei gedacht. Das ist ja ein Ding. Ja, die Blumen auf den Kopf, ne? Die Blumen weggeschmissen. Manche Dinge tun einem im Nachhinein sehr, sehr leid. Ich kann mich noch erinnern, da stand auch mal jemand vor der Tür. Da war ich aber noch sehr unter den Einfluss meiner Eltern gestanden. Ja, ich habe die Decken über mein Bett bereitet, die Decke sich über den Kopf gezogen, bunte Tücher aus ägyptischen Leinen, Lifeline, der Urlaub in Ägypten, in Tunesien, in Marokko, in der Türkei, ja, eine kurzfristige Wende, eine Überraschung, etwas wird sich wohl verändern. Das ist ja ein Ding, die Tulpen sind letztens auch gefallen, ne? Mit einem Kärtchen, eine Karte dabei. Von wem sind die Blumen denn?
Ich habe gestern eine Blüte auf dem Weg gefunden. Manchmal muss man das echt auf den Alltag runterbrechen, denn die Wolken könnten ja auch, ja, die Wolken waren gestern erst da und dann kam die Sonne. Ja, here comes the sun. Jemand strahlt. Und ich habe nur eine kleine Blüte gefunden. Es war jetzt kein Blumenstrauß, ne? Man muss es dann immer im Alltag für sich irgendwie auch umlegen. Ja, die Verwicklungen, die Wicke, die Blicke, ein hartes Urteil, wenn Blicke töten könnten. Das ist ja eine Einladung. Du gehst raus in die Natur. Ja, der Blumenpflücker, der Schnitter, der Stern. Aber das ist jetzt auch wieder hier, ne, mit Sternzeichen und solche Geschichten. Das ist klar, es ist die Klarheit. Ja, 16, der Turm. Generate 5.0. Da ist was im Anmarsch, die Lilien, das ist ja das Licht. Die göttliche Reinheit, die Familie, es ist auch die Erotikkarte. Ja, hat nichts gemacht, sie hat dir nichts getan. Lass sie jetzt in Ruhe, Gott spricht, wie ist das möglich? Jemandem ist immer alles in den Schoß gefallen. Die Blumen spiegeln aber auch auf den Narren. Die Narrenzeit, die Faschingszeit, da schmeißt man doch mit Rosen. Ja, für dich soll es heute rote Rosen regnen. Ein sensibler junger Mann zeigt jetzt seine Gefühle. Hat eine Gelegenheit verpasst oder ist jetzt sehr frustriert. Jemand bedauert vielleicht auch etwas, dass er vielleicht wirklich nur ein Träumer war. Ja, alles nur geträumt, Bosse. Auf die falsche hohe Priesterin gehört. Könnte aber auch geheuchelt sein, das muss man immer prüfen. Hatte Vorurteile, ist manipuliert worden. Hat sich falsch entschieden, den falschen Stapel genommen. Die Blumen, eine Einladung, steht auch für eine jüngere Person. Jemand ist offen, ja, die Venus, der Venushügel auf der Karte der Liebenden, steht auch für die Sinnlichkeit. Was haben wir denn hier noch? Wachstum, Anerkennung, ein Treffen. Sympathie, ein Sympathisant, sympathische Ausstrahlung. Ja, sympathische Ausstrahlung. Gott ist mein Zeuge. Unter Gottes Schutz ein göttliches Zeichen. Aber das ist natürlich auch etwas Schicksalhaftes. Mit Gott bist du freundlich. Mit Gott kannst du auch ruhig bleiben. Mit Gott wirst du niemals die Kontrolle verlieren. Kannst dich selbst beherrschen. Das Kreuz verstärkt sogar noch die Blumen. Eine Verstärkung, eine Haarverdichtung. Die Gerüchte haben sich verdichtet. Der dichte Nebel, dicht gewesen. Ja, ein Brillenträger mit einem goldenen Rahmen. Ja, die Rahmenbedingungen. Man hat das Bild vergrößert. Da sind die Berge. Es geht gerade auch um die Berge irgendwie, ne? Ja, wie ist das möglich? Die Blockade. Jesus kann die Blockaden auflösen. Der Blocker, der Beta-Blocker. Ein Blog. Ein Blogger, jemand, der auf Insta Sachen postet. Die Blumen, die Neun. Schönheit. Eine weibliche Energie. Ja, der Teufel trägt Prada. Baby, I'm sorry. Oh, Baby, I'm sorry. Es tut mir so leid, aber manchmal kann man es echt nicht mehr hören, ne? Vielleicht kommt eine ehrliche Entschuldigung, weil Gott jemanden in die richtige Richtung schickt. Schinken. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken mit Speck gefangen. Angefangen. Der Inspektor, ja, die Prüfungskommission, ne? Tiefe Gefühle, eine Verzögerung durch finanzielle Probleme, vielleicht aber auch geheuchelte Gefühle, eine geheuchelte Anteilnahme, den Fisch am Haken, ja, Petrus, sorry, jemand will sich entschuldigen, der eine will sich ehrlich entschuldigen, der andere ist neidisch, Trinksucht, Völlerei, ja, völlig übertrieben, ausgeschweift,
abgeschweift vom Thema. Jemanden ist etwas sehr schwer gefallen, etwas aufzuschreiben, Heilung, oder jemanden wurde eine Schlinge gelegt, ja, die Kreuzkette. Ich trage einen Fisch jetzt. Ein christliches Zeichen, der christliche Nothelfer. Gottesfurcht verlangt, Böses zu hassen. Hochmut und Hofart. Ja, eine Art, keine Art und Weise gewesen. Schlechte Taten und einen verlogenen Mund hasse ich. Bei mir ist Rat und Hilfe und ich bin die Einsicht, bei mir ist die Macht. Tiefe Gefühle, aber auch Suchtverhalten, ne? Geheuchelt. Faulheit, Intoleranz, auch Intoleranz gegenüber Menschen, die vielleicht nicht sozial so gut gestellt sind, ne? Eine unüberlegte Entscheidung getroffen, die Fische, ja, die Blubberblasen, der Sekt, eine Sektparty mit versteckten Absichten, die Vögel, wie ein Turm, Klatsch und Tratsch, Nachrichten, ja, Oma und Opa, vielleicht auch das falsche Gottesverständnis beigebracht bekommen, eine Nachricht, aber ich glaube, wenn der die Nachricht bekommt, dann springt er auf. Es hat geklingelt und der Hund bellt. Ich habe das auch mal letztes Jahr, da saß ich an meinem Baum mit meinem Buch und dann kam so eine kleine englische Bulldogge an, als ob die mich schon ewig kennen würde, und die hat mich begrüßt, als ob ich ihr Frauchen wäre. Ja, wie ist das möglich? Eine verpasste Gelegenheit, apathisch, kein Appetit mehr, frustriert, man ist unzufrieden, irgendwelche Nachrichten, die Vögel. Ja, wir brauchen alle Gott, die Zeit ist ein Ausflug, im Anflug, etwas ist im Anflug, ein Umbruch, ein radikaler Umbruch, hektisch und nervös, ein kleiner Kummer, hektisch und nervös, auf einmal überschlagen sich jetzt auch vielleicht die Ereignisse, da kommt jetzt vielleicht mal Bewegung rein, ja, das Gleiche, ich möchte bitte das Gleiche essen, das Gleiche mit jedem schon gemacht. Jemand hat es mit jedem schon so gemacht. Kommt erst vor meinem Mal. Ja, kommt erst immer wie ein kleines Engelchen und tut so unschuldig. Und dann kommt das Vamp raus. Ja, die sexuelle Unmoral. Ja, bei Interesse bitte melden. Unmoralisches Verhalten. Aber vielleicht bekommt jemand, ja, Doros Message from God sorgt für viel Wirbel. Der Wirbler, der Verwirbler, ein kleiner Tornado, aber es ist auch Depression, ne? Nervosität, eine Panikattacke. God is the healer. Jesus, ja, im Namen Jesus Christus. Die Fische, vielleicht wirklich ein Fisch, ein Christ. Ja, die falsche Entscheidung, ne? Es hat sich verzögert. Man musste erstmal wieder klar werden im Kopf. Steht ja auch für einen König, ne? Die kleine Eizelle, Vorurteile, vorverurteilt, geheuchelte Anteilnahme, ja, versteckte Absichten, im Wasser was versteckt, schon wieder das Haus, ja, ein Quader, die Pyramiden, ja, der Pyrrhos-Sieg, die Python, im Haus ist die Python. Ein fanatischer Mensch. Das Haus wird jetzt geschmückt mit Blumen. Man kopiert alles. Ja, Missbrauch. Und dann kommt man mit den Blumen wieder an und glaubt, es ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Mir hat das Mädchen gestern erzählt, da wo ich immer an diese Koppel gehe, da waren früher immer Pferde, die sind alle krank gewesen. Die sind alle verkauft worden. Ja, die waren krank. Sich selbst jetzt erkennen, lange nicht gesehen. Manches braucht Geduld und Zeit. Das Kreuz spiegelt auch auf diese Karte hier, die vier der Kelche. Das ist ja so diese Unzufriedenheit, weil man vielleicht denkt, Gott hilft nicht so schnell. Ja, Bedauern, Anteilnahme, Langeweile. Bei Gott hast du keine Langeweile. Gott macht dich ruhig. Gott lässt dich entspannen. Und selbst mit schwierigen Menschen rastest du nicht gleich so aus, ne? Ja. Ich muss dir was sagen, aber raste jetzt bitte nicht aus. Ja, aber bitte lacht jetzt nicht mehr. Jemand lacht jetzt nicht mehr. Lach jetzt nicht.
Ich liebe dich. 1986. Das Haus, der Herzkönig, aber es gibt ja irgendwie zwei Könige. Der eine war vielleicht eine Manipulation. Vielleicht hat ein Mann manipuliert. Eine männliche Hohepriesterin. Ja, zweigeschlechtlich. Und das wäre der wahre Herzkönig gewesen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Hatte ich nicht mal ein Video genannt? Es hat sich ja fast ein Jahr verzögert. Ich kann mich noch erinnern, es gab so viele alte Videos, wo ich auch immer schon dachte, jetzt kommt der große Durchbruch. Ja, durchgebrochen. Danke für gar nichts. Im Herzen die Sünde, der Hund, das Malzeichen. Einen Hund gemalt. Ja, wanted, gesucht. Gesucht und gefunden. Den gebrauchten Hund. Ein gebrauchtes Fahrrad bei eBay. Ja, das Haus. Das ist ja auch die Familie. Ein Eigenheim, die Basis. Aber das Haus ist auch, was war denn das Haus noch gewesen? Geborgenheit, ja, bodenständig. Ein reifer, älterer Mann. Das Umfeld, der zentrale Mittelpunkt, ja, mit Sicherheit. Die Familie, mit Sicherheit war es die Familie, die einen dazu gebracht hat. Ja, die Pracht, der Vorgarten, Brecht. Dein gutes Recht, die Weisheit ist eine Gabe von Gott. Das Buch liegt unten drunter. Irgendwas ist noch im Haus, wo jemand finden wird. Ja, fühl dich jetzt nicht runtergedrückt oder ne, es macht dich jetzt vielleicht traurig, aber es ist bald vorbei. Ja, das tiefe Wissen, irgendein Geheimnis im Haus, eine unreife Person, eine Reise, ein Hotel. Ja, im Hotel gibt es immer frische Blumen, ne? Der Page, mit jedem geflirtet, hat es mit jedem so gemacht. Das Buch ist ja tiefes Wissen, ein tiefes Geheimnis. Vielleicht geht es hier wirklich auch um ein Tagebuch, um die Bibel. Ja, das Kassenbuch, ne? Das Geschäftsbuch, der Terminplaner. Etwas ist geplant. Head down. Das sind auch Nachrichten. Vier Vögel, vier Nachrichten, vier Jahre. In Nostalgie. Irgendwie ist jemand gerade aufgeregt, aufgegeben. Jemand gibt jetzt auf. Man sollte niemals aufgeben. Die Karte spiegelt auch auf das Kreuz. Und die erste Karte waren die Blumen. Irgendwas, was sehr plötzlich kommt. Vielleicht kommt wirklich eine Entschuldigung, aber man muss auch gerade aufpassen. Es könnte auch geheuchelte Gefühle sein. Etwas, was nicht echt ist. Ja, die falschen Nachrichtensprecher. Eine falsche Stimme. Ja, durch mich werden deine Tage zahlreich. Die Zahlen sind gefälscht. Das Kassenbuch, der Kassenwart, die Eintrittskasse. An der Eintrittskasse musst du erst bezahlen, bevor du da in diesen Zoo reinkommst. Der zoologische Garten, eine Reise, Original und Fälschung. Das könnten auch unechte Blumen sein, ne? Originalität. Nali, Nala, jemand mit ausländischen Wurzeln, ja, der Noppenball für die Durchblutung. Aus welchen Gründen hat man es denn getan? Aus Selbstsucht oder aus gesundheitlichen Gründen? Durchzug, durchlüften, alle Fenster sind jetzt offen. Der Blumenduft. Etwas, was sehr stark riecht. Ja, eine unüberlegte Entscheidung getroffen. Jetzt kriegt man es nicht mehr raus. Die schlechten Gerüche. Jemand hatte versteckte Absichten. Jemand heuchelt. Ja, Mahnung zum Vertrauen. Die mächtige Hilfe Gottes. Die mächtige Hand des Herrn. Jesaja 50, das dritte Lied von Gott, vom Gottesknecht, ein Gottesgeschenk. Wer von euch den Herrn fürchtet, der höre auf die Stimme seines Knechtes. Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott.
Ihr alle aber, die ihr Feuer legt und Brandpfeile entzündet, sollt in die Glut eures eigenen Feuers laufen. Das Osterfeuer, der Haufen, wird immer größer, ja, die Schuld wird immer größer. Und in die Brandpfeile geraten, ja, im Visier, ne? Ohne Visier, Krieger des Lichts, das hat aber nichts mit Gott zu tun. Geraten, die ihr entflammt habt durch meine Hand, kommt das über euch. Am Ort der Qualen werdet ihr liegen. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt und die ihr den Herrn sucht. Blickt auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, auf den Schacht, aus dem ihr herausgebohrt wurdet. Aus jemandem was rausbekommen. Ja, der Schacht, Schicht im Schacht, der Schornstein, wie heißt der Schornstein immer? Die erste Karte war die Gerechtigkeit, aber hier hat jemand etwas bekommen, was ihm nicht zusteht. Ja, ich werde es dir zeigen. Zieh dich schon mal warm an. Zieh in das Land, was ich dir zeigen werde. Auf Gott zu vertrauen, ich denke es mir auch, ne? Gott hat mich auch mir das Land gezeigt, wo ich hierher gezogen bin, aus einem ganz speziellen Grund. Und manchmal sitze ich auch so da, ich bin jetzt nicht bockig, aber ich frage mich manchmal auch, warum ist es so passiert, wie es passiert ist. Manchmal glaube ich auch, ich war vielleicht dumm und jung, aber man lernt halt auch aus der Vergangenheit. Aber hier ist irgendwie jemand, der hatte versteckte Absichten, ja, ein verdeckter Narzisst, eine verdeckte Narzisstin. Oder jemand hatte wirklich Vorurteile, ist mit Alkohol manipuliert worden, hat falsch entschieden, dadurch hat sich immer wieder etwas verzögert. Ja, zögerlich, jemand, der schüchtern ist. Ja, oh my God. Und jetzt ist jemand vielleicht wach geworden. Die Blumen, vielleicht wirklich irgendwelche kosmetischen Sachen missbraucht. Ja, irgendwelche synthetischen, unechte Blumen. Irgendeine juristische Verwicklung. Ja, der Rosenkavalier im Gerichtssaal. Aber vielleicht kommt auch wirklich ein Blumenstrauß, eine Wende. Das kann auch irgendwas in der Natur jetzt sein. Das Kreuz in der Natur. Manchmal findest du an Landstraßen diese Holzkreuze an den Feldern. Es geht um Finanzen, manipulierte Finanzen. Ja, die Zahlen stimmen nämlich gar nicht. Geheuchelte Anteilnahme, ein Suchtproblem als Grund genommen, um jemanden zu halten. Es kann aber auch intolerant, die Trolle. Ja, shining, fanatisch. Wenn jemand Alkohol trinkt, rastet er aus. Aber es ist auch die, ja, Monkey, aber es ist ein fliegender Affe. Aber es ist auch die Karte von tiefen Gefühlen. Irgendjemand ist gerade sehr aufgeregt. Ja, mit Gott. Eine schwere Bürde. Es geht auch um Ostern, die Kreuzigung. Und da fällt mir das Video ein, Gott hatte Todesangst. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Und er hat auch gebetet, er saß aber nicht bockig da. Er hat gebeten, dass der Vater den Kelch an ihm vorüberziehen lasse. Ja, jetzt ist jemand nicht mehr frei. Vielleicht der Freitag, der Freutag. Gestern war der Tag des Glücklichseins. Jemand ist ein Narr gewesen. Aber gut, es steht auch für den Neuanfang in den Karten. Aber manchmal muss man dafür Sachen noch loslassen. Und manchmal verlierst du Sachen. Ja, die Briefmarkensammlung, der Blumenstrauß, die Blumen vorm Garten, vorm Haus. Es geht gerade auch noch um den Verrat, ne? Ja, zu faul gewesen, etwas richtig zu prüfen, zu faul gewesen, meine Videos fertig zu gucken. Ein niederträchtiges Wesen, eine Tracht, zu kurze Kleider immer angehabt, zielstrebig ans Ziel, die Stabtomate. Der Stabsarzt, das Gefühl, dass einem nichts in den Schoß fällt, Fortschritt durch Anstrengung, ich weiß nicht, Oma, Opa, ein Kreuz, eine Belastung, Rückenschmerzen machen einen manchmal auch wahnsinnig, ne? Ja, du machst mich wahnsinnig, mangelnde Motivation,
zu wenig motiviert, die Sünde abzustellen. 1,4. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Da gibt's ja doch noch was. Da ist doch noch was. Alte Gefühle. Der eine meint's ernst. Ja, Bauch ist gleich Po. Bauch-Beine-Po-Training. Selbst getestet. Ein Schnelltest gemacht. Eine Impfung bekommen. Simon, der stärkste Mann, erwischt, dazwischen gegangen. Gott ist dazwischen gegangen und hat vielleicht jemanden bewahrt vor irgendetwas. Eine weibliche Energie spiegelt auch aufs Haus. Das ist auch der Körper, ne? Blumen kann man ja nicht essen. Jemanden zum Fressen gern. Okay, Jesaja, ja, die Mahnung zum Vertrauen. Der starke Arm Jahwes. Wach auf, bekleide dich mit Macht, Arm des Herrn. Wach auf wie in den früheren Tagen, wie bei den Generationen der Vorzeit. Ja, Vorzeigedame, das Vorzeigezimmer, das Vorzeigehaus. Jetzt mit Blumen und Kreuz, man ist aufgeregt. Da fällt mir das brennende Bett ein. Ja, du hast es dir aber schön gemacht. Ist es ehrlich? Irgendwas verzögert sich hier, aber gut. Die Fische, ja, Petrus der Fischer. Fishing, versteckte Absichten. Irgendwelche Nachrichten könnten wirklich auch gelogen sein. Nachrichten von Gott sind es nicht immer, ne? Es ist auch nicht immer was für jeden dabei. Ich weiß auch nicht. Jemand möchte kommen. Vielleicht wirklich von Gott geschickt. Falsche Vorurteile gehabt. Ein hartes Urteil gehabt. Und jetzt ist jemand sehr aufgeregt. Hat schon fast aufgegeben. Aber man sollte niemals aufgeben. Okay. Der Aufstand des Makkabäers. Das zweite Makkabäer. Das ist auch nicht in der evangelischen Bibel drin, ne? Ja, der Sieg des Judas über Nikanor und andere Feinde. Der Judas, you and me. Gott sorgt hier gerade für Aufregung. Ja, eine krasse Stimmung. Es geht um eine göttliche Führung, von Gott geführt. Aber nicht jeder ist von Gott geführt. Es geht um tiefe Gefühle. Jemand ist gerade sehr nervös. Das Herz schlägt wie verrückt. Das Vogelhäuschen. Nachrichten, Kommunikation. Ja, sieben Eier. Es hat auch was mit Ostern zu tun. Jemand kommt vielleicht wirklich und möchte sich entschuldigen. Eine Veranstaltung. Die Anstalt am Rande der Stadt. Vielleicht wird das jetzt aufgedeckt. Ja, das, was tief unten war, kommt wieder nach oben, den Kopf unter Wasser gesteckt. Man hat gespart, ja, resistent gegen Liebe, resistent gegen Gefühle, aber auch Konzentration. Ja, konzentriere dich jetzt mal und konzentriere dich nicht immer nur auf das Negative. Eine Nachricht zwischen den Zeilen richtig lesen. Bei Gott ist das manchmal ein bisschen kompliziert. Ein kleines Profilbild, das Kreuz im Profilbild. Es ist eigentlich eine tiefe Stimme, aber eigentlich ist es ein ganz junger Mann. Ja, eigentlich ist der gar nicht so. Der ist eigentlich ganz anders bei den anderen Menschen. Unterm Deck liegt das Buch. Da ist der Baum. Ja, am Baum sitzen und die Bibel lesen. Der Baum ist etwas sehr Altes. Ein Schutz, ein Ort des Schutzes. Der Sündenfall im Paradies. Da ist der Anker, die Hoffnung. Ein neuer Arbeitsplatz, die Entscheidung, oh, das ist der Fuchs, oh, die Sense knallt in den Fuchs rein, jemanden jetzt Beine machen, ja, die Beine. Der Makkabäer ließ seine Leute zusammenkommen, 6000 an der Zahl,
Er redete ihnen zu, sich von den Feinden nicht aus der Fassung bringen zu lassen und nicht ängstlich zu werden, weil die Heiden in solchen Massen ohne jeden Grund gegen sie heranrückten. Ja, ein Kreuzzug, ein schlauer Schachzug. Der 60. Sie sollten tapfer kämpfen und sich stets vor Augen halten, mit welch frechem Übermut man entgegen allem Recht den heiligen Ort behandelt habe. Ja, du hast alles Recht auf deiner Seite. Wie übel man der Stadt mitgespielt und wie schlimm man sie zugerichtet habe und dass die von den Vorfahren ererbte Verfassung aufgelöst worden sei. Der Verfassungsschutz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Fische, Suchtverhalten, ja, das kann man alles durch Jesus heilen, aber es sind auch tiefe Gefühle. Und wenn du bei Gott bist, bist du ein sehr gefühlvoller Mensch und du kannst wirklich mitfühlen. Vielleicht hat man jemanden zu Unrecht verurteilt, ja, zu faul, um irgendwo selbst hinzugehen und schickt einen anderen vor. Ja, frag sie mal ein bisschen aus. Manipulation durch Alkohol, manipulierte Gefühle. Jemanden die Gefühle eingeredet, da ist doch was, das muss so sein. Ja, das Po-Training, der Narz, der März, Nama, der Name, Shamana, ja, Namaste, das ist kein Gottesgruß, ne? Hat gezwitschert, hat gesoffen, 5 Uhr morgens gegangen, Sophie and the Giants, ja, 4 Vögel, Flowers. Das ist der Teufel, der sich darüber ständig aufregt, über die Blumen. Jemand regt sich über Blumen auf. Der 23. März, der stärkste Mann, ist jetzt selbst gegangen. Ja, irgendwie kein Appetit mehr. Mir ist der Hunger jetzt vergangen. Aber es könnte auch Liebeskummer sein, dann hat man auch keinen Appetit. Das Haus, die Familie, in der Familie... ich weiß auch nicht, es könnte aber auch der Körper sein. Irgendwas verändert sich gerade und das Kreuz ist dabei. Eine kleine Teufelsaustreibung, du kleiner Satansbraten. Ja, Übermut tut selten gut, ne? Entgegen der Erwartungen, entgegen allem Recht, den heiligen Ort behandelt habe, wie übel man der Stadt mitgespielt hat. Das könnte auch eine Stadt sein, ne? Jemanden sehr übel mitgespielt, aber mit Gott bekommst du immer dein Recht. Definitiv. Durch viel Manipulation und Gaslighting. Ja, in der Kneipe sich die Kutte zugesoffen. Die Kutte, der Mönch, die Mönchskutte. Habe, ja, hab ich. Hast du dran gedacht? An Verhütung? Dass die von den Vorfahren ererbte Verfassung aufgelöst worden sei. Eine Veranstaltung wird aufgelöst, da fällt mir ein, das war letztes oder vorletztes Jahr so auf Rave the Planet, wegen Überfüllung geschlossen. Gott macht jetzt einen Riegel irgendwo davor, es gibt nur noch Blumen. Er sagte, sie verlassen sich auf ihre Waffen und auf die Kühnheit. Das ist wie die Rede von Charlie Chaplin, ne? Auf die Kühnheit, mit der sie angreifen. Wir aber verlassen uns auf den allmächtigen Gott, der unsere Angreifer und die ganze Welt mit einem einzigen Wink vernichten kann. Ja, die harte Faust Gottes. Wer hat dir das erzählt? Weiter zählte er ihnen auf, wie oft Gott ihren Vorfahren geholfen habe. Ja, was habe ich für dich schon alles getan? Gott hat schon viel getan für den einen oder anderen. Und irgendeiner heuchelt gerade so ein bisschen, ja, ich habe so viel für dich getan. Es geht in die narzisstische Richtung, aber bei Gott, ne, manchmal wissen wir gar nicht, wie oft Gott schon für uns was gemacht hat, weil wir es verleugnen und Gott hat Macht. Jemand hat den Test gemacht. Die Vorfahren spielen auch gerade eine Rolle. Ja, geholfen, ein Vorfahre hat dir geholfen, die Großeltern. Das steht ja auch für die Großeltern, ne? Die Großeltern sind sehr bei Gott gewesen, haben getröstet.
bei Gott findest du auch auf jeden Fall Trost, ne? Jemand, der Einfühlungsvermögen hat, und bei Gott kannst du immer noch freundlich bleiben, auch wenn die Menschen dich beleidigen, ne? Wie sie es mit Jesus gemacht haben. Ja, intolerant. Die Toleranzgrenze ist erreicht. Zu viel Alkohol getrunken. Jemand trinkt vielleicht auch nicht mehr. Also ich trinke nicht mehr, ne? Ja, Chemical. Sie verlassen sich auf ihre Waffen. Jemand verlässt sich vielleicht auf falsche Götter. Ja, Wink. Josh, Wink. Winke, Winke, die Winkekatze. Mit einem einzigen Wink kann Gott dich vernichten. Weiter zählte er ihnen auf, wie oft Gott ihre Vorfahren geholfen habe. Etwa gegen Sanherib. Ja, Sanskrit, ne? Ein Skript. Ein Drehbuch. Autor, ein Buchautor, jemand schreibt ein Buch über Gott, aber es darf nicht verfälscht werden, es sollte echt sein, ne? Jesus zeigt gerade auch hier sein Herz, ja, back to the roots, ne? Zurück zu den Wurzeln. Der Sündenfall im Garten, wer hat denn wen verführt? Im Garten ist irgendwas passiert und da hat jemand beschützt, Gott hat beschützt jemanden. Gedeckt. Jemand hat einen anderen gedeckt. Es geht auch um Petrus, um den Fischer, einen reichen Fang gemacht. Und jetzt haben wir magere Zeiten. Er erwähnte auch die Schlacht mit den Galatern in Babylon. Da waren sie zusammen mit 4000 Mazedoniern. Ja, die waren doch schon mal zusammen. Nur 8000 Mann stark zum Kampf angetreten. Ja, Kampfsport. Ein Machtkampf, und als die Mazedonier in eine verzweifelte Lage gerieten, schlugen sie, weil der Himmel ihnen half, mit 6000 Mann, 120.000 vernichtend und machten reiche Beute. So machte er ihnen Mut, damit sie bereit wären, für die Gesetze und das Vaterland zu sterben. Ja, fürs Vaterland gestorben. Es hat auch noch irgendwas zu tun mit Gedenken für die Kriegsopfer. Auf unserem Friedhof sind auch 4 Steinkreuze zum Gedenken an die Kriegsopfer, ne? Ja, immer noch Vorurteile auf den Kopf gestellt, das Wasser ausgeschüttet, ein Aquarium, die Süßwasserfische oder Schwertfische. Ein Tagträumer, jemand ist gerade in der Vergangenheit. Es geht auch gerade viel um die alte Geschichte der Bibel, ne? Ja, ein depressiver Mensch. Es geht gerade auch um Liebe. Liebe zu Gott. Ich liebe Jesus. Und es geht um die Kreuzigung. Eine Nachricht, die für viel Wirbel sorgt. Der kleine Tornado. Ja, der Verdreher, ne? Vielleicht kommt es jetzt auch raus, dass man ungerecht war, dass man dich ungerecht behandelt hat. Ja, juristische Verwicklungen. Ein Anwalt, der dir Blumen schickt, ein hartes Urteil bekommen. Manche Anschuldigungen sind nicht wahr, ne? Vielleicht hat man Jesus auch zu Unrecht verurteilt. Vielleicht war das gar nicht so geplant und man vertuscht gerade sehr viel. Ja, das wird für Aufregung sorgen. Dann teilte er sein Heer. Der zerteilte Vorhang bei der Kreuzigung, das ist ja der zerteilte Vorhang, geteilte Meinungen sein, aber auch eine Umkleidekabine, gespitzt, an die Spitze, auf die Spitze getrieben, an die Spitze der einzelnen Gruppen stellte er seine Brüder Simeon, Josef und Jonathan, denen er je 1500 Mann zuwies. Und außerdem den Elisa, der Elsass. Ja, Complication. Eine Competition. Er selbst las aus der Heiligen Schrift vor und gab die Lösung aus mit Gottes Hilfe. Dann trat er vor die erste Reihe und griff Nikanor an. Ja, in die erste Reihe sich stellen. Freiwillige nach vorne. Man muss auch mal mutig sein, ne? Den Test gemacht, sich in die erste Reihe gestellt. Manchmal will man zu schnell, zu viel und dann geht das nach hinten los. 1,19. Ich glaube, ich mache mal Schluss.
das Gottesgericht über den heidnischen König. Vielleicht ist das hier wirklich auch ein heidnischer Mensch. Ja, Heider. Die Heide, die Lüneburger Heide, die Lügner in der Heide. Die Heiden verdrehen alles, keine Lust auf Gott, zu faul. Eine unüberlegte Entscheidung getroffen. Das Meer by your side. Gott ist immer an deiner Seite. Das Buch liegt jetzt schon unten drunter. Ja, das Grundbuch, ne? Eine dicke Akte hat man schon. Ein großes Vorstrafenregister, ja, registriert. Die Scannerkasse. Es könnte Streit geben. Das nasse Fließband, viele Tränen geweint, verzögerte Annahme, verzogen, nach unbekannt verzogen. Oder hat es gerade draußen gescheppert, was war das denn? Es hat sich angehört, als ob ein Hund geschnauft hätte. Ich möchte auch wieder so einen kleinen Hund, ich habe meinen Hundekorb immer noch stehen. Ja, die Erstausstattung, ne? Das Erstgeburtsrecht. Der Älteste hat eigentlich die meisten Rechte, der schon vorher da war, wenn nicht der Teufel gekommen wäre, ne? Ja, Feel the Music. Feel the Music. Die Power. Der gekammerte Nautilus. Neptun, die 36. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ich mach mal Schluss, ihr Lieben. Krass. Das zweite Buch der Makkabäer war das gewesen. Ja, Gottes Gericht. Gott wird dir immer das wiedergeben, was dir gehört, ne? Ein Blumenstrauß, irgendwas in der Natur, ein Treffen, Gott in der Natur treffen, irgendwas Schicksalhaftes, ne? Die vier der Kelche, man sollte nicht sich immer nur auf das Negative konzentrieren und sich auch mal über eine kleine Blume freuen. Jemand hat vielleicht auch große Sehnsucht, jemand ist sehr aufgeregt, bedauert etwas, hängt in der Nostalgie fest, ja, the Hall of Fame, die Läden sind schon wieder fast unten, jemand fängt bald wieder so an wie in der Vergangenheit, einen neuen Starter, der Neustart, sich selbst erkennen, sich selbst verleugnen muss man dafür manchmal auch. Jeder weiß es jetzt. 111. Einer ist rausgeflogen. Man kann die Schuld nicht mehr verstecken. Leg's vors Kreuz. Blumen niedergelegt. Eine Kirche, die man hübsch macht. Ja, das könnte auch ein Kirchenhaus sein. Es gibt Aufregung. Das Blumenwasser. Ja, vor Schreck ist es ihr ja gleich umgefallen bei der Tafel. Das habe ich ja mal erzählt, ne? Hatte Vorurteile und ist manipuliert, ja, unüberlegt entschieden. Da hat mir die Dame eine kleine rote Rose noch schenken wollen. Die hat mich nicht gut behandelt. Ja, manche Sünden bestraft der liebe Herrgott sofort, ne? Mit Schuld wird man nie glücklich werden, aber man muss auch vergeben. Es geht aber auch um Ehebruch. Manipuliert worden, mit Gott gebrochen, eine Ehe gebrochen und das sind sehr junge Energien. Sehr junge Energie, sehr junge Energie, eine weibliche Energie, eine männliche Energie, Nachrichten. Ja, es geht immer noch um 4. 1 Uhr 11, die 12, der Gehängte, der Hängende, eine Entschuldigung, der Hängende. Ja, Gott hat man auch gekreuzigt, ne? Es geht ums Haus, um den Herzkönig. Vielleicht war das der falsche Herzkönig gewesen, den man euch vermittelt hat. Aus Eigeninteresse, weil der hat ja einiges zu bieten. Ja, aufgeben der Sehnsucht. Gebt niemals auf. Ich mache Schluss, ihr Lieben. Unterm Deck liegen die 8 der Schwerter. Das ist auch immer so diese Gaslighting-Karte. Es kann das eine wie das andere sein. Manchmal sind es ganz einfache Alltagsdinge, ne, die dich glücklich machen. Ein Kreuz sorgt für Aufregung. Eine Nachricht von Jesus. In der Mitte liegen die Fische. Das ist auch ein Jesuszeichen, ein Kreuz. Aber das Kreuz ist immer so, ich weiß nicht, das Kreuz verbinde ich immer eher, ja, eine Intuition, eine Institution, eine kirchliche Gemeinde, die stagniert gerade, weil der Teufel ganz viel hier bei mir auch manipuliert hat.
Ja, der Teufel macht dich depressiv und der Teufel macht dich manchmal, verändert dein Wesen. Aber bei Gott wirst du immer ein Mensch sein, der absolut gechillt und ruhig bleiben kann. Ja, eine verpasste Gelegenheit mit Gott. Okay, 1,24, ich mache mal Schluss. Der heidnische König, man sollte etwas richtig stellen. Wie gesagt, die hohe Priesterin auf den Kopf, das Kleid fällt runter. Zu viel Beinfreiheit. Im Auto braucht man Beinfreiheit. Die richtigen Schuhe beim Autofahren. Das Auto ins Wasser gefahren. Etwas fällt jetzt ins Wasser. Etwas fällt auf. Diese falschen Lügner fallen jetzt auch nach unten. Man wollte etwas runterdrücken. Eine Lüge im Meer versenkt. Wie heißt dieses Spiel? Schiffe versenken gespielt. Ja, aber am Ende, Fett schwimmt immer oben, ne? Der Fettfilm, der Ölfilm, die Meere verseucht. Ja, das sagt euch der Narr nicht, ne? Es ist Zeit, eine neue Erfahrung zu machen. Mit Gott vielleicht. Und jemand hat eine Erfahrung mit dem Teufel aber auch vielleicht gemacht, war sehr dumm, sehr naiv gewesen, hat mitgemacht mit falschen Anschuldigungen, hat hart verurteilt. Ein junger Mensch könnte juristisch auch noch was erwarten. Ja, was erwartest du denn da? Da kann ja nichts Gescheites bei rauskommen. Jemand ist zu Unrecht vielleicht auch verurteilt worden, aber Gott sorgt immer fürs Recht. Ich weiß nicht, was passiert. Nachrichten von Gott, das können auch Zeichen sein. Ich habe gestern auch große Vogelschwärme gesehen, einen großen Taubenschwarm. Ja, geschwärmt. Irgendein Wohnort, eine Hütte, der Ort der Begegnung, da hat alles angefangen. Und da war jemand vielleicht noch zu unreif gewesen oder hatte das Haus schon vorher verseucht mit den Blumen, ja, der Duftstecker im Haus und ein Kreuz an der Wand. Das macht dich aber auch noch nicht zum Christen. Du musst es fühlen im Herzen. Und jetzt bin ich weg. Der Türöffner, ja, es geht nur über Jesus Christus. Nur so finden wir zu Gott. Roto, rot gesehen, ja, hat rot gesehen. Die roten Augen verheult oder durch zu viel, ihr wisst schon. Jemand hat geweint vom Kreuz. Gott macht dich total emotional und du weinst manchmal, es ist unglaublich, aber weinen ist manchmal gut. Es reinigt auch von der Sünde. Und es geht um dieses sündhafte Verhalten, ja, trustful, Vertrauensabfall durch Manipulation, weil man einen Menschen vielleicht gar nicht richtig dargestellt hat, ne? Ja, Wahrheit oder Lüge, die eingeschränken, die Schranke im Kopf, der Bahnübergang, eine Bahnschranke eingeschenkt an der Bar. Die sechs der Schwerter, ja, sechs der Schwerter und dann sind nochmal zwei Schwerter dazugekommen. Jemand wurde verarscht, ist vielleicht irgendwo hingegangen, wo er sich jetzt gar nicht mehr bewegen kann. Keine Beinfreiheit mehr. Im Flugzeug ist es manchmal auch sehr eng, ne? Oder man hat nur noch einen ganz kleinen Raum zur Verfügung, weil man eine Übergabe hier gemacht hat mit einem vermeintlichen Seelenverwandten. Eine unerklärliche Anziehungskraft, aber die kann manchmal auch toxisch sein. Denn das ist nur ein Page, hat einen riesen Ass gehabt und dann wurde nur noch eine kleine Münze draus. Ja, enttäuscht. Der zweite Blick, ein unerwartetes Unglück erwartet. Es geht um die Kreuzigung, eine Prüfung, der Stein des Anstoßes. Ja, Zeit zum Nachdenken, ne? Aber warte nicht mehr zu lange. In dem Sinne, ich sage Tschüss, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch. Ja, take me to the paradise. Zeig mir mal das wirkliche Paradies. Wer hat denn wen verführt? Denn ich habe mal eine Sendung gesehen. Adam war ja der erste Mann. Ja, er ist der Mann. und er hatte ja wohl auch ein Verhältnis mit Lilith. Und Lilith war der Teufel gewesen im Haus. Schon im Haus gewesen. Jemand war schon vorher, hat das Haus schon vorher beschmutzt. Ja, versteckte Absichten.
Da war noch jemand im Haus gewesen, hat sich versteckt und war zu faul, sich zu zeigen, zu geizig mit Gefühlen, liebesresistent, hatte nur immer sexuelles Interesse. Und mit Blumen macht's das auch nicht mehr besser. Aber gut, das Kreuz ist hier. Vor dem Kreuz habe ich großen Respekt. Der Frühling, das steht auch für den Frühling. Die Frühjahrsblüher. Aber der Narr, wie gesagt, ein Neuanfang. Aber sei kein Narr. Wenn man nach der Bibel geht, dann ist das der Narr eigentlich immer ja der Clown, Till Eulenspiegel, ein Streich gespielt, das Haus gestrichen, alles in Gelb. Ja, die Sonne, aber das Haus zu renovieren hilft nicht. Gott muss ins Haus einziehen und da muss man Gott einladen. Lade Jesus in dein Herz ein. Da wartet jemand. Letztens lag der Vater da, ja vier. Jemand wartet, ist dort abgesetzt worden von Gott und wartet vielleicht gefunden zu werden. Die Lilien, das Labyrinth. Der Stern, aber du wirst den Menschen niemals finden. Ich glaube, der Schlüssel ist Gott. Ein Seelenpartner, den wahren Seelenpartner wirst du nur über den Weg durch Jesus finden. Und erst wenn du bei Gott bist, wird dir Gott den richtigen Menschen schicken. Und solange wir Götzen und falsche Götter anbeten oder ein falsches Ziel verfolgen und nur diesen Menschen unbedingt wollen, wird Gott uns diesen Menschen nicht geben. Denn ich glaube, in diesem Prozess geht es am allermeisten um Gott. Und ich möchte auch nur noch einen Partner haben, mit dem ich mich mal über Gott unterhalten kann, über Jesus. Ja, ein berechtigter Anspruch, die eigenen Rechte jetzt erkennen. Denn ein anderer Partner, der nichts von Jesus wissen will, der würde für mich jetzt auch nicht mehr in Frage kommen. Ja, jetzt will ich das auch nicht mehr. Offizielle Formulare, Verträge, Gesetzesdokumente. Es hat auch irgendwas mit Dokumenten zu tun. Wo was Wichtiges eingetragen ist, das Familienstammbuch. Wer ist denn jetzt der wahre Vater und die wahre Mutter, ne? Und die Fische sind ja immer ins Wasser gefallen. Eine Hochzeit könnte auch eventuell ins Wasser fallen. Aber gut, ich mach mal Schluss. Es kam heute nicht eindeutig durch, aber jeder kriegt nochmal seine eigenen Impulse. Die eigenen vier Wände, es geht um Blumen, es geht um Jesus, es geht um aufregende Nachrichten. Manchmal kann es auch einfach nur die Natur sein, sich in der Natur treffen, am Wasser. Und manchmal sind es Nachrichten von Gott, dass du Zeichen bekommst. Ja, die Absichten waren versteckt, versteckte Zeichen, versteckte Nachrichten. Bei mir müsst ihr auch immer zwischen den Zeilen lesen. Und die immer, die das nicht so gut verstehen oder die mich nicht leiden können, die machen dann halt auch immer wieder aus, drehen sich arrogant weg, haben die Nase 10 Meter in der Luft und gehen halt einfach weiter. Ja, am Haus. Aber manchmal einfach auch am Haus, ne? Chill, genieße und schau in den Himmel. Und jetzt sage ich Tschüss, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Angel Eis, eiskalter Engel. Eiskalt geheuchelt, Gefühle geheuchelt, Gott vorgeheuchelt, ja, geheult vielleicht auch mal vor Gott. Der eine hat wirklich meint es ernst, aber ein anderer irgendwie hat hier geheuchelt und hat so versucht, jemanden zu kriegen. Das könnte auch wirklich der vermeintliche Engel des Lichts sein, der gerade engelhaft tut, zu viel mit Engeln arbeitet, aber niemals mit Gott. Der es nicht ernst gemeint hat und der könnte eventuell hier jetzt auch verwickelt sein. Es geht um Ungerechtigkeit. Ja, die Rache ist mein, sprach der Herr. Falsche Anschuldigungen. Gott sorgt dafür, dass jemand jetzt vielleicht kommt und sich dafür entschuldigt, dass er manipuliert hat und deinen Ruf zerstört hat, ne? Gottes Gericht über die heidnischen Könige. Jemand, der gar keinen Gottesglauben hat, ein Heide, der falsche Götter anbetet. Das Buch der Makkabäer findet man, glaube ich, auch auf YouTube. Denn es ist ja der Aufstand, einen Aufstand gemacht. Denn das Buch ist auch nicht in der Bibel. Judas hörte vom Anmarsch Nikanors. Nika. Eine Kamera. Nika.
Stadtfest Würzburg, die war auch mal auf der Stadtbühne. Es geht auch um Stadtfest, um so ein Fest irgendwie auch, ne? Ja, verzögert. Es könnte auch regnen über Ostern. Und wenn er es schon nicht ihretwegen tun wolle, dann doch wegen der Bündnisse, die er mit ihren Vätern geschlossen hat, Vetterleswirtschaft, und weil über ihnen selbst sein heiliger und herrlicher Name ausgerufen worden sei. Millionmals. Ja, und wir rufen deinen herrlichen Namen, Jesus Christus. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns unser täglich Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung. Ja, Amen. Die Bibel spielt eine große Rolle gerade. Hör auf dein Herz. Gott macht dich auch frei. Frei vom Teufel, frei von Sünde. Jemand hat irgendwie, ich weiß auch nicht, was hier noch so durch möchte. Irgendwas ist hier geheuchelt. Ja, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke. Jemand, der eigentlich sehr viel Alkohol trinkt und das hinterm Kreuz versteckt. Ja, die Dachbalken, ne? Die dachten wohl, Gott vergisst das. Die dachten wohl, Gott hat es nicht gesehen. Gott sieht alles, ihr Lieben. Und jetzt bin ich weg. 1,35. Ja, 8, die Kraft. Das Biest. Das Ende des Judas. Zum Tode verurteilt worden. Er bereute seinen Verrat. Ist ja ein Ding. Ich habe nochmal hier aufgeschlagen. Ja, vor Gericht. Den gekauften Fremdenfriedhof. Ein Grab gekauft. Anders erzählt es die Apostelgeschichte. Dort liest man, dass Judas habe sich von dem Geld einen Acker gekauft. Geld veruntreut. Mit Gott Geld verdient. Im Haus. Mit dem Haus. Und als er darüber ging, es geht um den Garten, ne, stürzte er, ja, stutzig geworden. Das stand doch vorher noch gar nicht da. Ja, das ist narzisstischer Missbrauch, ne? Sein Körper barst mitten entzwei, sein Eingeweide quollen hervor. Und deshalb wurde dieser Acker Blutacker genannt. Gestern habe ich einen Trecker gesehen, der hat die Furchen gemacht für den Samen. Mach dich frei von Sünde. Die Kreuzigung, ja, an der Kreuzung, etwas ist passiert. Etwas ist passiert, trag's vor Gott, und es ist bald die Kreuzigung. Für wen auch immer diese Legung heute war, es geht um Freundschaft und Liebe. Jemand ist missbraucht worden, hat den Namen Gottes missbraucht, hat gelogen, hat geheuchelt, hat manipuliert, und davon kann man depressiv werden. Der Teufel macht dich am Ende immer krank. Ein Jahrgangsfest, ein bestimmter Jahrgang, ja, 1999. Ich bin weg. Ich bedanke mich. Ein Tupfer. Das Topping, die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja, versteckte Absichten. Geheuchelt, manipuliert durch narzisstischen Missbrauch. Gott manipuliert die Menschen nicht. Aber es ist viel über die Geschichte manipuliert worden, glaube ich, vom Teufel, ne? Denn wer hat's geschrieben? Ja, wer hat's geschrieben? Die Nachrichten von Gott. Wer war das? Ich bin weg, ihr Lieben. Ich bedanke mich. Keine Ahnung, heute will noch irgendwas hier durch. Aber Gott will mich auch nicht immer alles wissen lassen. Alles hat ja seine Zeit. Ihr merkt schon, da will noch was kommen. Aber Gott wird es dir zur richtigen Zeit zeigen. Ja, gemacht, gefallen. Der Machtfall, der Ehebruch, der Bruch mit Gott ist keine gute Idee. Und irgendwann, weiß ich nicht, eigentlich heißt es ja immer, Gott vergibt uns immer. Du kannst jederzeit kommen. Ich bin auch ein Mensch, ich vergebe jedem, auch jemanden, der mir Schlimmes getan hat. Aber wenn er es ehrlich meint und wenn jemand mich anlügt, dann würde ich das sehr schnell spüren. Und das sind dann immer so Menschen, wo du irgendwie so dieses Gefühl hast, nee, lieber nicht. Aber das kannst du nur, wenn du bei Gott bist. Und jetzt bin ich weg. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Genießt die Sonne. Es wird noch mal kälter. Die Schwerter kommen wohl noch mal zurück. Die liegen ja schon hier, die 8 der Schwerter. Ja, Gaslighting. Die Hände binden, anbinden, am Stuhl festbinden. Und was passiert dann? Ja, und was passiert jetzt mit mir? Ich sage tschüss, ihr Lieben. Bis ganz bald.
Macht euch nochmal eure eigenen Gedanken über die Legung 1,39, der Gehängte, ich bin weg. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich auch für eure Treue, die, die immer noch regelmäßig gucken und die die ganze Folge sich angucken, die immer folgen. Es wird sich für euch definitiv lohnen. Gott belohnt dich immer für deinen Mut. Gott belohnt dich für deine Treue und Gott wird auch immer spüren, was wir brauchen, noch bevor wir es ausgesprochen haben, taucht irgendjemand auf. Ja, ich bin weg, ihr Lieben. Von Herzen, Gottes Segen, Kraft, Mut. Lass dich nicht verführen zu Sünde, kleine Sünde. Ne? Wir alle sind nicht frei von Sünde, ich auch nicht. Aber die großen, schweren Sünden, die sollte man jetzt nicht mehr begehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt sage ich tschüss, bis ganz bald, ihr Lieben. Einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne.